Wenn wir gehen nach vorne, Handflächen zeigen nach rechts aus, wir gehen vorne. Handflächen bewegen, nach hinten, Ellbogen gehen runter. Rechte Faust fällt an die Hüfte, nach vorne kommen, linke Hand nach Abwehr nach unten, rechte Faust kommt vor. Bis hier haben wir die Faust Boden zum Rücken hier bleiben. Danach öffne die Hand wieder und ich gehe hier in den nächsten Weg. Lass mal lang. Gewicht nach hinten, Hüfte dreht, Hüfte kommt vor, rauslassen. Fällt die einfach runter und der ganze Rest kommt, weil ich die Mitte bewege. Kommt hier nach vorne. Wenn Sie hier sitzen, machen wir dann selber unsere Kommando. Weich zurück. Kurz hart. Und sofort wieder weich. Vor. Und sofort wieder weich. Vielleicht machen dann seht ihr das auch. Wenn ihr hier schlaft, wenn ihr schlaft fertig, Ellbogen ist unten und der Arm bleibt gleich angewinkelt und dann öffne ich die Hand. Als dann gehe ich zurück. Was wir dann erreichen, ist ein Energy Punch. Wenn ich das nicht mache und ich mich hier mache und ziehe zurück, dann bleibt dann Schlaf in der Oberfläche. Ja? Dann funktioniert keine Energie. Ein bisschen anspannen. Ja? Machen Sie es langsam und machen nur eins, öffnen wir den Faust. Das fühlt sich wie noch komisch an, weil es so ein Druck im Körper erzeugt. Ja? Die Idee ist wirklich, und wenn ich es auch langsam mache, hier unten, hier ruhig langsam rein, aber ich öffne und jetzt kommt wirklich was an. Jetzt transportiere ich das. Ja? Also versucht, das jetzt mal so mit Rücken hier reinzugehen. Ich bin wirklich kurz hart und ich bin sofort wieder wach. Ich öffne mich nach vorne. Ja, nicht und zurückziehen. Reingehen, öffnen und alles kommt aus der Mitte, nicht aus dem Atem. Okay? Okay. Jetzt kriegt Thorsten den leichten Stoß vor die Brust. Er nimmt den Po zur Seite. Macht eine Rolle rückwärts und landet wieder in Knien. Dann macht er den Weg wieder nach vorne und kommt wieder zu mir. Und wenn er hier kniet, geht er wieder zurück und er kommt wieder nach vorne. Ja, und es geht wieder rückwärts. Okay, und los jetzt. Wir haben genug Platz. Macht heute dieselbe Rolle. Landet aber nicht in Knien, sondern nimmt das rechte Bein durch sofort nach vorne, dass er hier in der Position landet. Der Trick jetzt ist, dass er in der Rolle nicht das rechte Bein nach hinten absetzt, sondern das rechte Bein ohne Bodenkontakt sofort nach vorne durchnimmt, damit seine Rückwärtsbewegung gestoppt wird. Wenn er das rechte Bein nach hinten absetzt und ich würde nachsetzen, ist er immer noch in der Rückwärtsbewegung. So schaffen wir das, eine Rolle rückwärts zu machen und in der Vorwärtsbewegung, also mir entgegen, wenn ich nachsetzen würde, hinzukommen. Er nimmt den Fuß sofort durch und jetzt kommt er mir entgegen plötzlich. Okay? Dann reinknien, dann zurückkommen. Ihr nehmt, oder viele von euch, die es anscheinend schon ein paar Mal so geübt haben, nehmen das Bein, wenn es durchgeht, außenrum vorbei. Nehmt es gerade in den Körper durch, damit ihr vorwärts seid und nicht seitwärts attackiert werden könnt. Weil
Wir hatten gerade eine Diskussion, ne? Wenn ich ihn jetzt nach hinten gebe und ich nachrücke, während er fällt und er nimmt sein Bein am Ende außenrum nach vorne, kommt dieses folgendes Problem, dass ich ihn sofort wieder aus dem Gleichgewicht bekomme. Warum? Wenn ich hier außen rumgehe, ja, bin ich hier relativ offen. Die Idee ist, wenn ihr so eine Rolle macht, wie wir sie machen, für das Schwert angepasst, dass ihr, wenn ihr hier nach hinten geht, das Bein, was es durch soll, gerade nach vorne. Weil jetzt kommt alles vorwärts. Ja? Schulterbreit auseinander, hinteren Fuß, eigentlich ist falsch, eigentlich hier angeschlossen. Und die eigentliche Übung kommt jetzt. Wir schnappen mit dem Bogen. Und zum Glück haben die wenigsten von euch für diese Rolle schon hier gemacht. Und die Hoffnung ist nicht schwer. Wir haben den Schmerzchen. Ich gehe hier hin. Ja? Und hier oben einfach hier. Dann nach vorne. Er kippt sein Schwert auf den Bauch. Und das ist das Schwert, der reaktiviert für die Rolle. Okay? Das funktioniert. Ja? Also, ja? Er nimmt es quer vor dem Bauch, macht die Rolle, zieht durch, macht sofort. Ja, und wenn er jetzt nachgerückt, kann er wieder hoch. Also, ich gehe hier hin, will die Greife hochziehen, wenn ich die Seelen greife, ne? Was mir noch unruhig bleibt, ist der Knusprung. Ne? Gehe hier hin, da, gehe hier nach oben und mach sofort hoch. Sich hier mit ja, irgendjemandem, mit meinem Boss, beim kriegen Stress, ich sehe, wie sein rechtes Schwert hat. Ich sehe, wie seine Hand schon so langsam geschwert hat, sich dahin bewegt, finde ich alles ziemlich doof. Ich möchte meinen Boss beschützen, gehe vor, versuche zu greifen. Er macht eine Seitwärtsrolle und landet aber knien zu mir. Und gleich dem Aggressor gegenüber. Ja? Auf der Rolle zurück, kommt er wieder in die seitliche Position. Jetzt habt ihr so ein bisschen, genau. Dann hier rein, kommt gerade zu mir, dann kommt er zurück, ja, und ist wieder seitlich. Okay. Das ist eine Anwendungsmethode dafür. Gehen wir da hinten in die seitliche, in die Endposition. Ja, genau, zu mir. Zu mir. So. Eine andere Version ist von Ludwig Manotti. Wo man das üben kann. Ich bin da eben zu Gast. Ja? Wenn ich noch einen Vorstand habe. Ja? Ich bin bestimmt ein Trainer, das ist okay. Ja? Ein bisschen näher zusammen. Ja. Genau. Meine Waffen habe ich draußen abgegeben. Verwendet weiß. Besucher. Jetzt reden wir beide Stress. Ja? Und er sieht, wie er nach irgendeiner Waffe in die Gürtel federt. Jetzt macht er die Rolle von vorhin. Jetzt sitzt er so. Mach die Rolle, sodass er mir gegenüber ins Auge guckt. Machen wir dazwischen. Überreicht mir, sagt irgendeine Waffe und rollt raus. Und ich hab das. Das ist wie bei einer Anwendung. Das heißt, die Fallbiele sind alle immer schon so, dass sie an eine Anwendung oder an die Idee gekommen sind, warum umgegangen sind.